Also wir haben ja auf Bundesebene diesen Green New Deal beschlossen als unser Konzept aus der Wirtschaftskrise. Und es ist jetzt ein makroökonomisches Konzept, eigentlich sogar ein globales Konzept. Und die Aufgabe, die jetzt eigentlich besteht, ist, das auch vor Ort runterzubrechen. Und das Ziel dieser Tour war jetzt für mich, Unternehmen zu besuchen, die unseren Ansprüchen als Grüne jetzt schon gerecht werden und zu gucken, wie arbeiten die, sind die erfolgreich, wie sind die von der Wirtschaftskrise betroffen, stärker oder weniger stark, und um überhaupt deutlich zu machen, dass es jetzt durchaus schon vorbildhafte Unternehmen gibt und wie sich gezeigt hat, aber das hatte ich auch nicht viel anders erwartet, auch sehr erfolgreich arbeiten. Also der Green New Deal ist jetzt ein Konzept, was mittlerweile weltweit diskutiert wird, also jetzt keine Erfindung der Grünen Partei in Deutschland, entspricht aber wesentlich grünen Gedankengut. Und es geht darum, die Krisen, die wir jetzt haben, zusammenzudenken. Wir haben diese Finanz- und Wirtschaftskrise auf der einen Seite, dann haben wir die Klimakrise, den Klimawandel, die ökologische Krise und wir haben das Problem von Hunger und Armut in der Welt und das lässt sich auch unterbrechen, auch auf Deutschland, auch bei uns gibt es soziale Probleme und bei uns sieht man natürlich auch die ökologischen Probleme und die Wirtschaftskrise macht sich natürlich auch bei uns bemerkbar. Es ist also auch nochmal global und lokal und da ging es jetzt dann halt um die lokale Geschichte bei dieser grünen New Deal Tour. Und wie gesagt, es geht darum, halt diese drei Aspekte miteinander zu verknüpfen und zu zeigen, dass es wirtschaftspolitisch sinnvoll ist, wenn man gegen gegen die ökonomische Krise eingeht, halt auch Klimawandel und Sozialpolitik zu machen, weil Sozialpolitik stärkt die Nachfrage. Klimawandel ist insofern wichtig, als man jetzt investieren muss und Investitionen das beste Mittel gegen die ökonomische Krise sind, sodass man dann auch die Maßnahmen so verknüpfen kann, dass alle drei Krisen gleichzeitig bearbeitet werden können. Also das mit dem Konjunkturprogramm ist eigentlich nochmal ein extra Aspekt. Das eine ist ja eher so eine Mikroebene und das andere eher Makroebene. Wir sind jetzt in einer Wirtschaftskrise, bei der die Nachfrage aus dem Ausland stark gesunken ist und üblicherweise muss man dann makroökonomisch so darauf reagieren, dass man halt die Nachfrage im Inland stärkt und das heißt vor allen Dingen durch staatliche Ausgaben und um das Geld, was man jetzt dafür ausgibt, wieder reinzukriegen, macht es am meisten Sinn, dann zu investieren. Wenn man investiert, dann in zukunftsträchtige Bereiche. Und wenn ich da von einem grünen Konjunkturprogramm oder wir von einem grünen Konjunkturprogramm geredet haben, ist damit jetzt nicht nur Ökologie gemeint, sondern ökologische und soziale Investitionen. Und darunter gehört zum großen Bestandteil zum Beispiel Bildungsinvestitionen. Da haben wir sowieso einen Nachholbedarf in Deutschland. Und das wäre ein Bereich, wo man mindestens im Bereich von 20 Milliarden eigentlich dauerhaft jährlich die Ausgaben erhöhen müssen. Und Bildungsinvestitionen haben ökonomisch eine sehr hohe Rendite. Ist also nicht nur gesellschaftspolitisch sinnvoll und aus verteilungspolitischen Gründen sinnvoll, sondern halt auch ökonomisch sehr effizient. Dazu gehören aber dann auch natürlich ökologische Investitionen, insbesondere im Energiebereich. Sowohl Förderung von erneuerbaren Energien, weil da muss der Anteil einfach steigen vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber vor allen Dingen im Bereich Energieeffizienz, Energieeinsparung, Altgebäudesanierung ist was, wo es einen riesigen Bedarf gibt für Innovationen. Das sind so wesentliche Bestandteile eines grünen Konjunkturprogramms. Also wie gesagt, das waren die vorbildhaften Unternehmen, dann geht es nicht um diejenigen, die jetzt gerade in der Umstellung sind oder überlegen, sich umzustellen, das gibt es natürlich auch, sondern es waren halt die, die schon seit Jahren halt im Bereich Ökologie, Soziales oder beides miteinander verknüpft oder auch internationale Wirtschaft, fairer Handel war mit dabei, arbeiten. Und es hat sich gezeigt, dass die eher weniger stark von der Krise betroffen sind, weil erstens gibt es insgesamt eine Entwicklung hin zu ökologischen Produkten. Erneuerbare Energien waren ein wichtiger Schwerpunkt, also
sowieso von Solarunternehmen, aber auch Windenergie, Biomasse. Und da zeigt sich schon, dass die Nachfrage danach einfach sehr groß ist und ein bisschen gebremst durch die Wirtschaftskrise, aber nicht völlig. Es wurde dann auch geschrieben, dass erwartet wird, das war ja noch Anfang des Jahres, also noch nicht so ganz voll durchgeschlagen, die Wirtschaftskrise, dass erwartet wird, dass es eine kleine Durchstrecke gibt, aber die mittelfristigen Erwartungen waren eigentlich überall, wo ich hingekommen bin, sehr gut. Es war dann auch, was ja auch interessant ist, zusammen mit der Finanzmarktkrise, war ich auch bei der GLS Bank hier in Frankfurt, die vor einigen Jahren mit der Ökobank fusioniert ist. Beides Banken, die seit Jahrzehnten, die Ökobank seit Mitte der 80er, die GLS Bank seit Mitte der 70er schon ökologisch-ethisches Investment macht, also eben halt nicht diese von der Realwirtschaft abgekuppelten Finanzprodukte hat, sondern sehr transparentes, demokratisches Konzept auch haben. Und die haben gesagt, seit Oktober, also seit die Finanzmarktkrise durchgeschlagen ist, haben die einen riesen Rang von Leuten, die bei denen das Geld annehmen wollen, und ein enormes Wachstum.